Die Kantonspolizei Bern teilt mit, dass eine größere Menge Gülle in den bunten Bach geraten ist. Nicht nur der Bach, sondern auch eine Fischzucht musste mit Frischwasser gefüllt werden. Sigriswil Bi, große Menge Gülle fließt in Bach bis in Thunersee, Fischsterben befürchtet. 1/4 in der Nähe von Sigriswil gelangte am Mittwochnachmittag Gülle in den bunten Bach. Pixabay, eine Patrouille der Kantonspolizei Bern, stellte fest, dass die Verschmutzung bis zum Thunersee reichte. Pixabay, der Bachriff und die nahegelegene Fischzucht mussten mit Frischwasser gefüllt werden. 20 Min, Simon Glauser. Darum geht's, eine größere Menge Gülle ist in Sigriswil in einen Bach gelangt. Die Verschmutzung erstreckte sich über 4 Kilometer bis zum Thunersee. Es ist zu befürchten, dass dabei zahlreiche Lebewesen verendet sind. Am Mittwochnachmittag wurde der Kapo Bern gemeldet, dass eine größere Menge Gülle am Mittwochnachmittag in den bunten Bach bei Sigriswil geflossen sei. Als eine Patrouille der Kantonspolizei Bern vor Ort war, stellte sie fest, dass sich das Gewässer bereits über eine längere Distanz braun verfärbt hatte. Weitere Untersuchungen ergaben, dass der Ursprung der Verschmutzung bei Pumparbeiten unterhalb Schwanden lag. Dort war eine größere Menge Gülle ausgelaufen, über Brunnenabflüsse in den bunten Bach und anschließend via Grabenmühle bis in den Thunersee gelangt. Laut aktuellem Kenntnisstand verbreitete sich die Verschmutzung über 4 Kilometer. Die Kantonspolizei Bern geht davon aus, dass durch die hohe Konzentration an Gülle bis zu einem Kilometer nach dem Ort des Austritts zahlreiche Lebewesen gestorben sind. Die Fischereiaufsicht, das Amt für Wasser und Abfall und die Kantonspolizei haben gleich erste Maßnahmen ergriffen und Frischwasser in den Bachriff gefüllt. Außerdem wurde eine Fischzucht, die sich in der Nähe des Ursprungsortes der Verunreinigung befindet, durch die Feuerwehr Sigriswil mit frischem Wasser versorgt. In der Zucht starben laut aktuellen Kenntnissen keine Fische und auch das Trinkwasser wurde nicht verschmutzt. Der mutmaßliche Verantwortliche für die Verschmutzung muss damit rechnen, dass er angezeigt wird. Etwas gesehen, etwas gehört. Schick uns deinen News-Input. Speichere unseren Kontakt im Messenger deiner Wahl und sende spannende Videos, Fotos und Dokumente schnell und unkompliziert an die 20-Minuten-Redaktion. Handelt es sich um einen Unfall oder ein anderes Unglück, dann alarmiere bitte zuerst die Rettungskräfte. Die Verwendung deiner Beiträge durch 20 Minuten ist in unseren AGB geregelt, 20min.ch.